Werden. Aber ein kleines, schönes Finale würde ich mir jetzt gerne wünschen. Und deswegen bitte ich alle Jodlerinnen, Jodler, alle, die noch hier sind, auch die Musikanten oder alle anderen, die heute mit hier oben auf der Bühne mitgewirkt haben, auch gerne unsere Gudrun Hämmerling. Du hast das hier alles mit vorbereitet und organisiert, gemeinsam mit Familie Feldmar. Dafür gebührt dir auch ein ganz großer Dank nochmal. Ja, und während sich alle hier versammeln und nach oben kommen, möchte ich wirklich auch nochmal die Chance nutzen und mich auch bei Familie Feldmar und hier beim Team der Köhlerei Stenberghaus ganz herzlich für ihre Mühe und für ihre Arbeit bedanken. Ich denke mal, auch die zweite Auflage war sehr schön und ich könnte mir vorstellen, dass wir uns das auch als dritte Auflage wünschen würden, ja, wenn es irgendwie möglich ist. Und natürlich noch ein ganz großer Applaus geht auch an Sie,
denn dass sie erstmal bei dem Wetter, dass sie sich doch rausgetraut haben und gesagt haben, ja, wir fahren trotzdem hin, das finde ich sehr schön. Vielen Dank für Sie als Publikum. Ja, liebe Gäste, ich glaube, wir haben nicht zu viel versprochen mit dem Nachmittag heute hier. Es waren tolle Künstler bei uns, wir haben tolle Musik gehört, die besten Stimmen, die es gibt im Harz. Eine tolle Marina Hein als Moderatorin, als Brückenspielerin, ganz prima. Und ich glaube, wenn es Ihnen gefallen hat, dann werden wir auch im nächsten Jahr wieder das wiederholen und das dritte Jonafest der Besten wieder veranstalten. Ich glaube, es spielt keine Rolle, wie viel draußen sein oder drinnen sein, je nachdem, wie es ist. Also sehen wir uns alle mal im nächsten Jahr wieder, etwa in Medaillenzeit. Ne? So, nun kommt das große Finale, das kleine Finale. Ja, wir sind uns hier schon ein bisschen einig. Wir haben gesagt, wir singen zum Abschluss mit Ihnen gemeinsam, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie das auch können. Wir sind die Harzgebirgler. Wir machen es. Das ist ja sozusagen unsere Harzer Nationalhymne, sagen wir immer. Und deswegen haken Sie sich doch auch nochmal zum Schluss mit uns ein und schunkeln Sie kräftig mit. Und wir verabschieden uns und vielen, vielen Dank nochmal und hoffentlich auch bis zum nächsten Jahr. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch im nächsten Jahr noch mehr Jodlerinnen und Jodler hier sein werden. Weil Krankheit und Arbeit, da kann keiner was für. Aber nächstes Jahr, ich denke mal so nach und nach, kommen immer mehr hierher. Thank you.
ist zu spät, nicht?